ein Game geht. Ist mir scheißegal, ob ich es jetzt verliere oder nicht. Wir werden. Ist schlagbar, voll Bundesliga-Team. Ist auf jeden Fall schlagbar. Ich finde die Defense ist schwach. Also Hinteregger, okay. Aber Hummels. Ja, also die Defense ist auf jeden Fall nicht gut von ihm. Dafür die Offensive, das ist nicht schlecht. Also schlagbar. Vielleicht wird es ja heute schon der erste Win. Ich muss reinschwitzen, Chat. Zehner. Halt dein Maul. Ah. Also ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich ein deutscher Schwitzer. Geh auf! Kann der nicht rein? Ey, gut, eigentlich. Nein, zu weit. Ich glaube, dass ihn halt wirklich sein Spielstil auszeichnet. Der macht nicht die Office-Sachen, glaube ich. Ja. Ach, Mann, Alter, solche Ballernamen. Ey, das Gameplay ist gerade echt komisch, Mann. Er spielt die Office-Pässe, aber dann doch irgendwie anders. Also, ich habe wirklich Angst vor dem. Alter, wäre das jetzt schön gewesen. Nein, EA Sports, also nee, das ist Abpfeifen. Also was Abpfeifen geht, ganz ehrlich, EA Sports, da müsst ihr so viel neu machen. Also das, ich hasse, also ganz ehrlich, PlayStation Controller sind schlechter als die von der Xbox. Ey, und er predicted den Schuss auch noch richtig mit dem Keeper. Ey, wo? Nee, also ganz ehrlich, wie kann ich mir das erklären, dass Cuadrado die ganze Zeit, ich bleib hier 5 Minuten gefühlt hinten stehen, dass er dann nach vorne gelaufen ist? Wieso? Macht keinen Sinn, ich brauche Anspielstation. Ich habe zudem nicht gesagt, mit angreifen. Aber bei mir kommen in letzter Zeit übelst oft die Achter nach vorne. Also das finde ich ernsthaft so schlecht gemacht bei EA Sports. Bei ruhenden Bällen, da muss was anders werden. Let's go! Punkt haben. Im Spiel. Geht nicht mal rein, let's go. Abfahrt, wir haben gewonnen. 1-0 stehen wir. Come on, Junge. War eine nice Connection. 18, oh, 18-20. Oh, Mann. Uje. Oh, Käufi. Ich spiele auf der 6. Ja, Witze. Voll. Kam die Ecke hin. Oh, was ist das für ein Dreckspass, Junge? Nicht so ein RPLE da auf der 10. Bruder, nee. Also ganz ehrlich, Leute, Mann. Ey, das checkt die FIFA-Community nicht. Junge, EA ist an vielen schuld, aber der größte Teil ist einfach die FIFA-Community. Schau dir das an, wie sowas einfach nur abfuckt. Ich finde, dieses Scripting ist so nice. Wieso macht Sony das nicht direkt drauf? Man muss sich so viel extra holen, gefühlt. Ey, Digga, Mann. Natürlich fuckt's mich ab zu verlieren. Ey, nee. EA Sports, ihr seid die dümmste Firma auf der Welt. Schaut es euch an, was das ist, Mann. Ganz ehrlich, ey, ganz ehrlich, nee. So wenig Nachdenken bei der Programmierung, Alter. Ist wirklich nur bei EA. Der Ball liegt direkt vor seiner Fotze. Und er ist zu dumm, um sein Bein auszustrecken, um den Ball zu nehmen, Junge. Nein. Also, schaut es euch einfach nur an, wie oft jetzt der Ball vom Keeper zu ihm zurückspringt, Mann. So unrealistisch. Jeder Schuss oder jeder Mensch. Yeah.
Schalke, Digga. Es ist mehr Comedy als Schalke, gönn's dir. Nein, da will ich nicht hin. Zehner da. Und was würden wir, dass er jetzt Zeitspiel macht? Den ganzen Aids reindrücken sollte. Aber ganz ehrlich, die meiste Schuld an einem schlechten Spiel hat einfach die Community. Schaut es euch an. Ah, fuck. Ja, ich hätte noch Depay eigentlich reinmachen können. Ich wechsle mal Benjeda ein. Vielleicht läuft es da ein bisschen besser. So, keine Ahnung. Verdient. Nee, also das ist verdient, ganz ehrlich. Das ist einfach verdient. Also wie asozial man sweaten kann, sieht man hier. Okay, wir gehen ins erste Spiel am Samstag rein. Mal schauen, ist ein schlagbares Team auf jeden Fall. Verteidigung sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, der LV musste man sich ja spielen. Ey, schaut euch an, wo der hinweg. Ey, dieses Spiel ist so fake, Alter. Zu einem Spieler, der in der Situation gar nichts mit dem Ball zu tun hatte. Lippmanen, Junge, komm. Komm, Lippmane. Depay. Ey, dann schießt er den straight auf den Keeper, Mann. Ey, gönn dir mal, wie viele Chancen ich hab. Und er hat durch eine ein Tor. Und ich hab grad 4 Chancen oder so. Und mach keine rein. Alle waren 100%ige Torchancen. Ja, zweite Torchance. Zweites Tor. Ich hatte 6 Torchancen oder so. 6 und mach keine einzige. Ja, komm, 2-1. Komm, Verratti. Schau dir den Schuss mal an. Ey, so schlecht dieses Game. Und ich bekomme einfach schlechte Laune. Ich bekomme einfach nur schlechte Laune von dem Spiel. Komm, Lippmanen, let's go, ey. So unfassbar schlecht, dieses Spiel. Komm, Benjeda, und jetzt auf Lippmanen, schlechter Pass. Go, come on. Okay,